Willkommen zur sechsten Ausgabe der Lockdown News. Wir sprechen heute über den beschlossenen Lockdown und andere Ergebnisse der Ministerpräsidentinnenkonferenz, über die staatlichen Maßnahmen in Bezug auf die Querdenkenbewegung und über die katastrophalen Zustände in Moria II. Heute Morgen war eine Konferenz, bei der die Ministerpräsidentinnen der Länder und die Bundeskanzlerin sich beraten haben und sie haben dort einen Lockdown beschlossen, der am kommenden Mittwoch, den 16. Dezember, beginnen soll und bis zum 10. Januar andauern soll. In dieser Zeit soll unter anderem der Einzelhandel runtergefahren werden. Der Handelsverband Deutschland beklagt deswegen schon jetzt 250.000 bedrohte Stellen. Denn obwohl umfangreiche Wirtschaftshilfen beschlossen wurden, ist der Einzelhandel davon ausgenommen. Neben einem allgemeinen Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit soll an Silvester auch bundesweit ein An- und Versammlungsverbot durchgesetzt werden. Anders an Weihnachten, zwischen dem 24. und dem 26. Dezember, sollen Länder selbstständig Regeln für die Festtage festlegen können. Für Schulen sollen in dem Zeitraum auch Kontakte beschränkt werden, konkret heißt das Homeschooling. Für die Schülerinnen und Schüler, die in den letzten Tagen auch bei Minusgraden am Unterricht teilgenommen und Prüfungen geschrieben haben, ist das wahrscheinlich ganz gut. Für die Schülerinnen, die aber auch schon im ersten Lockdown vor dem Problem standen, dass sie eben kein geeignetes Endgerät, keine stabile WLAN-Verbindung oder auch keinen eigenen Lernraum haben, ist es ziemlich schlecht, weil sie eigentlich vor den gleichen Problemen stehen wie im letzten Lockdown. Dass wir auf einen harten Lockdown zusteuern, das war eigentlich auch schon in der letzten Woche absehbar, zum Beispiel anhand der Maßnahmen der Länder. In Baden-Württemberg gilt seit gestern eine ganztägige Ausgangssperre. In Hessen gilt eine nächtliche Ausgangssperre und ein ganztägiges Alkoholkonsumverbot. Und in beiden Bundesländern gelten als Ausnahmen für diese Ausgangssperre Einkaufen, Arbeit oder die Versorgung von Verwandten. Im letzten Lockdown war das noch anders. Da galten zum Beispiel auch Sport oder Freizeit an der frischen Luft alleine als Ausnahmeregelung für diese Ausgangssperre. Auffällig bleibt, das private Leben ist eigentlich schon seit Wochen extrem eingeschränkt und viele Menschen leiden darunter, dass soziale Kontakte und Interaktionen fast nur noch am Arbeitsplatz stattfinden. Betriebe wie die Gastronomie oder Kultureinrichtungen, die für die deutsche Wirtschaft eher zu vernachlässigen sind, mussten sich auch schon sehr früh an harte Maßnahmen richten. Obwohl im Lockdown Light noch lange die Infektionszahlen gestiegen und später stagniert sind, hat die deutsche Regierung andere Wirtschaftszweige sehr lange nicht angetastet. Auch jetzt ist nicht beschlossen, dass Fließbänder, Logistikzentren und Produktionsstätten, die immer wieder zu Hotspots werden und für Arbeiterinnen ein erhebliches Infektionsrisiko bergen, stillgelegt werden. An der Stelle können wir uns vielleicht an die ArbeiterInnen erinnern, die im vergangenen Lockdown die Ineffizienz dieser Maßnahme selbst erkannt haben und durch Streiks Infektionsschutz zum Wohle aller durchgesetzt haben. In unserer zweiten Nachricht geht es um die Querdenkenbewegung. Nachdem der Staat jetzt mehrere Wochen lang zugesehen hat, wie Zehntausende ohne Masken, aber dafür mit der ein oder anderen Reichskriegsflagge gegen die Covid-Maßnahmen oder sogar gegen die Existenz des Covid-Virus demonstriert haben, hat der Staat jetzt hartes Durchgreifen angekündigt. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg führt die Querdenkenbewegung jetzt als Beobachtungsfall, denn sie habe eine Unterwanderung und Radikalisierung durch rechte Kräfte festgestellt. Wie unser Autor Felix Thal beschrieben hat, für diese Erkenntnis hätte es jetzt keine Behörde gebraucht, die den NSU maßgeblich mit aufgebaut und seine Taten verschleiert hat. Sowohl Antifa-Recherchegruppen als auch sozialwissenschaftliche Studien haben sehr schnell festgestellt, dass es dominante und radikale rechte Strömungen innerhalb der Querdenkenbewegung gibt. Als Beispiel für hartes Durchgreifen schlägt Herbert Reul, der Innenminister von NRW, vor, den Paragraphen zum Landfriedensbruch zu verschärfen. Demnach sollen jetzt nicht mehr nur Straftaten belangt werden, sondern auch DemonstrationsteilnehmerInnen, die durch ihre physische Präsenz Straftäter schützen. Was Herbert Reul als eine heftige Verschärfung verkauft, ist bei linken Protesten eigentlich schon längst Praxis. Aber diese Verschärfung des Paragraphen könnte eine Praxis im Gesetz verankern, die zum Beispiel den Angeklagten im Rondenberg-Prozess oder den Aktivistinnen im Dannenröder Forst schon zum Verhängnis wurde. Als nächstes möchte ich über diejenigen sprechen, die eben keine Möglichkeit haben, sich im eigenen Zuhause vor Infektionen zu schützen. Es geht um das Lager Moria II. Viele erinnern sich sicher an das Elendslager Moria, das in diesem Jahr gebrannt hat. Während viele in Deutschland Angst hatten, zu wenig Desinfektionsmittel zu haben, gab es in Moria kein fließendes Wasser, um sich die Hände zu waschen. Menschen haben auf den Straßen von Europa Druck gemacht, um ihre Regierungen zum Handeln zu bewegen. Und irgendwann hat auch die deutsche Regierung eingelenkt und sich aufgerafft, die Aufnahme von 1.700 Menschen zuzusagen, vor allen Dingen Kinder und Familien. Von diesen 1.700 Menschen sind bis heute nicht einmal 300 in Deutschland angekommen. Anders gesagt, noch mindestens 6.900 Menschen leben im Elendslager Moria II. Sowohl die BewohnerInnen als auch Hilfsorganisationen vor Ort sind sich einig, Moria II ist noch schlimmer als Moria.
Die meisten Menschen haben dort nicht einmal Zelte, das Lager liegt direkt an der Küste und ist scharfem Wind ausgesetzt, es wird regelmäßig überflutet und ansonsten gibt es dort kein fließend Wasser oder Strom. Warum wurden diese Menschen nicht aufgenommen? Das Innenministerium gibt als Grund den Infektionsschutz an und es ist beschämend offensichtlich, dass es nicht um den Infektionsschutz der Menschen im Moria II geht. Währenddessen plant die EU-Kommission ein neues Auffanglager auf Lesbos. Das soll im September 2021 fertiggestellt werden, also nachdem die Menschen in Moria II einen weiteren Winter in Griechenland in Zelten aushalten mussten. Das neue Auffanglager soll neben einem Container für medizinische Versorgung, einen für Freizeitangebote oder für Bildung, auch einen Haftcontainer beinhalten. Diese soll dazu genutzt werden, Rückführungen effizient zu gestalten. Nur weil der Staat einmal in Worten unserem Druck nachgegeben hat, heißt das nicht, dass er unsere Forderungen auch erfüllt. Der Fakt, dass das Lager Moria II immer noch nicht evakuiert ist, ist ein trauriges Beispiel dafür. Es ist also auch in diesem kommenden Lockdown unsere Beharrlichkeit und Solidarität gefragt. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.